Es ist ein Vorrecht, hier zu stehen heute, zu predigen zu euch. An einem Tag, wo wir gerade gesehen haben, Leute haben öffentlich bezeugt und haben sich taufen lassen und haben ein öffentliches Bekenntnis gemacht zu Jesus Christus. Und das ist wirklich was Wunderbares, dass wir Teil davon sein konnten und es miterleben durften. Und als ich gefragt wurde zu predigen heute Morgen, habe ich mir überlegt, so, hey, was ist die Botschaft für heute Morgen? Was passt da rein? Die Bibel ist voller Predigten, man kann alles predigen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, hey, wir wollen uns einen Schritt vor der Taufe anschauen. Jesus, unser Retter, warum sich Leute taufen lassen. Und ich habe eine Bibelstelle heute Morgen in Matthäus 27, von 42 bis 43, wo wir gleich mal lesen werden. Und wir lesen einfach mal die Bibelstelle in Matthäus 27, 42, 43. Andere hat er gerettet, sie selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rettete ihn, wenn er ihn liebt. Denn er sagt, ich bin Gottes Sohn. Weißt du, das ist die Schrift, wo die Pharisäer Jesus eigentlich verspottet haben. Wo sie ihn angeklagt haben, sagen, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann musst du doch nicht hier am Kreuz hängen bleiben. Wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch herab vom Kreuz. Dann zeig doch, dass du Gottes Sohn bist. Aber die Sache ist, es ging nicht um Jesu Not am Kreuz, sondern es ging um deine und meine Not am Kreuz. Es ging nicht um Jesu Kreuz, um Jesu Not, es geht um unsere Not. Es geht nicht darum, dass Jesus gekreuzigt wurde. Er hat es freiwillig gemacht, es war seine Entscheidung. Er hat sich selbst hingegeben. Er wusste von Anfang an, das war der Grund, der Grund, warum Jesus überhaupt auf diese Erde gekommen ist, um ans Kreuz zu gehen. Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre Jesus umsonst gekommen. Wenn Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre, dann wären wir alle verloren, dann wären wir immer noch im Alten Testament, würden vielleicht unsere Ziegen schlachten oder unsere Schafe bringen, die Turteltaube bringen und hier unsere Pastoren wären hier Metzger und würden hier schlachten für unsere Schuld. Aber nein, Jesus ist gekommen, um das perfekte Opfer zu sein. Oder meinst du nicht, Jesus, er hätte alle Macht gehabt, runterzukommen? Er hätte, wie sagt es in Matthäus 26, 53, oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mich jetzt mehr als 12 Legionen Engeln stellen würde? Also Jesus hatte die Macht gehabt, aber das war gar nicht sein Antrieb, weil es ging nicht um ihn. Er hat dich gesehen, er hat deine Schuld gesehen und meine Schuld. Er hat gesehen, dass wir es nicht schaffen können in unserer Sünde, in unserer Not. War es einfach für Jesus? Hat es Jesus einfach nur so gemacht? Nein, wir wissen, es war nicht einfach. Es hat einen Preis gekostet. Wir kennen die Geschichte. Jesus, er ist auf die Knie gegangen und er hat gebetet, Gott, Vater, wenn es möglich ist, dann lass es diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es war so ein Gebet, dass der Schweiß wie Bluttropfen rauskam. Hast du schon mal so gebetet, dass dein Schweiß Blut war, ich nicht. Das war ein intensives Gebet. Er war auf seinen Knien. Warum? Weil er wusste, was passiert. Wo er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war nicht einfach nur so. Das war Schmerz. Es war wirklich, es war ein Preis. Es war nicht das der einfache Weg. Der einfache Weg wäre gewesen, naja, okay, ich bin Gottes Sohn, ich komme runter. Dann zeige ich euch mal, lass ein bisschen Feuer vom Himmel fallen oder gleich bei Petrus, wo er das Schwert genommen hat, wo er gefangen genommen wurde. Hey, Jesus hätte mitmachen können. Ey, komm, gib mir auch eins. Komm, wir machen jetzt hier.
ein Kampf, aber nein, er hat uns gesehen. Warum? Der Lohn von Sünde ist der Tod. Das ist das, was die Ursache ist. Das ist das, was uns trennt von Gott, von der Beziehung zu Gott. Und wir haben oftmals so unsere eigenen Maßstäbe. Wir denken, hey, wenn ich besser bin wie mein Nachbar, hey, dann ist doch alles okay. Und das geht auch in der Gemeinde. Hey, wenn ich besser bin wie der Bruder, wenn ich besser bin wie die Schwester, dann ist doch alles okay, dann passt es doch. Und wir sind so auf unseren eigenen Maßstäben und wir legen Wert drauf, auf die falschen Dinge, oder was heißt falsche Dinge, auf unser Maßstab ist falsch. Wir tun uns nicht an Gott messen und an Jesus, sondern wir messen uns an anderen Sachen und wir geben unser Leben hin in unser Arbeitsplatz, wir geben unser Leben hin im Sport, in Politik, Freundschaften, wir suchen die Erfüllung da drin und es hat alles seinen Platz. Das ist nicht, dass ich sage, das ist alles falsch. In unseren Hobbys, aber die Sache ist, was hat Priorität und was bringt uns weiter? Ist es das, was, wenn ich sage, hey, da habe ich was erreicht. Zählt es denn? In Matthäus 16 können wir lesen, Vers 26, denn was wird es einem Mensch nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber sein Leben einbüße? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Was ist es, was am Ende zählt? Ist es, dass wir erfolgreich waren? Ist es, dass wir irgendwas erreicht haben im Leben? Oder ist nicht das Einzige, was zählt, wenn wir Jesus haben in unserem Leben? Und wenn Jesus Christus unsere Schuld vergeben hat. In 1. Petrus 1, 18 und bis 19. Ja, habe ich. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von euren eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als ein Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Die Frage ist, was ist Priorität? Auf was bauen wir? Auf was baust du? Auf was baue ich in meinem Leben? Ist es die Karriere? Sind es die Hobbys, wo ich alles reinlege? Ist es einfach nur Familie und alles schön? Oder ist es wirklich unser Blick auf Jesus Christus, der unser Erlöser ist, der uns, wegen uns am Kreuz hing? Und die anderen Sachen haben alle ihren Platz. Arbeit hat seinen Platz, Familie hat seinen Platz, Geld verdienen hat seinen Platz. Es hat alles seinen Platz. Die Sache ist, wo setzen wir unsere Prioritäten? Jesus hat das perfekte Opfer gebracht. Jesus, der Vollkommene, der ans Kreuz gegangen ist und für unsere Schuld bezahlt hat. Was war die Belohnung? Was ist die Belohnung? Für Jesus war die Belohnung, dass er einen Weg gemacht hat für dich und für mich, dass wir zu ihm kommen können, dass wir Vergebung haben können, weil er wusste, hey, sie können es nicht. Auch wenn wir hier Ochsen schlachten und Ziegen und Schafe schlachten und Turteltauben bringen und sonstige Sachen, es wird nie genug sein. Es wird nie das perfekte Opfer sein, sondern es ist das unschuldige Lamm, Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Er ist derjenige, der all die Schuld auf sich genommen hat und den Tod besiegt hat und wieder auferstanden ist. Wer mit dem Herzen glaubt und wer mit dem Munde bekennt, der wird errettet werden, sagt die Bibel. Heute war das die Taufe ein Ausdruck und ein Bekenntnis für die Welt und für die unsichtbare Welt, dass sie zu Jesus gehören. Und das ist, weil sie das angenommen haben, weil sie einen Tag hatten, wo sie die Entscheidung getroffen haben für Jesus Christus, wo sie wirklich eingetreten sind in den Plan Gottes und gesagt haben, hey, nicht mein Wille, dein Wille soll geschehen.
Wenn unsere Sünden vergeben sind, dann sind wir Kinder Gottes. Und dann ändert sich. Nicht mehr sind wir so, okay. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Mit Jesus sind wir mehr als Überwinder. Mit Jesus können wir mehr als Überwinder sein. Und die Sachen werden sich ändern. Wenn wir in Christus sind, so sind wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist, was die Bibel uns verheißen hat. Und das ist auch das, was heute hier in meiner Kurzpredigt ich euch predige, dass Jesus Christus auch in dein Leben kommen will. Und du wirst nachher werden wir bestimmt ein Gebetsteam haben. Und wenn du dein Leben Jesus geben willst heute, dann ist es dein Tag. Dann kannst du das zu deinem Tag machen. Und das Wasser ist noch drinnen. Wir sehen in der Bibel Leute, die haben ihr Leben Jesus gegeben und dann, ey, da ist ein Pfütze, der Kämmerer von Äthiopien, lass uns doch gleich uns taufen. Und das kann direkt passieren, das kann länger dauern. Aber der erste Schritt ist, du kannst dein Leben Jesus geben. Und das ist die Botschaft, die ich heute für dich habe, dass Jesus Christus der Retter ist und dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Und das war der Grund, wegen dir. Amen.